Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Ich möchte im Folgenden einen Blick auf den Bereich Justizvollzug werfen, ein zugegebenermaßen kleinerer Teil eines inzwischen sehr großen Ministeriums unter grüner Führung. Und wir begrüßen dieses neue Ministerium und finden auch vollkommen legitim, dass es hier einen erheblichen Stellenaufwuchs gibt. Es gibt Herausforderungen in dieser Gesellschaft und es gibt einen gewachsenen Aufgabenbereich. Aber zurück zum Justizvollzug. Gerade in diesem Bereich müssen massive Fehler der Vergangenheit korrigiert werden. Wir kennen die Situation auch aus früheren Haushaltsdiskussionen. Das Justizvollzugspersonal wurde heruntergespart, obwohl die Zahl der Gefangenen wuchs und wächst und auch hier die Alterspyramide gegen die Zeit spielt. Personalmangel ist für keine der Beteiligten gut. Weder für die Belegschaft, die unter Belastung leidet, noch für die Gefangenen. Und da kann ich sozusagen ein ganz praktisches Beispiel einbringen. Als Anstaltsbeirätin in der JVA Leipzig haben wir kürzlich mit der Gefangenenmitverantwortung gesprochen. Und das Top-Thema waren die weggefallenen Freizeitangebote. Das war das Hauptthema, das dort an uns herangetragen wurde. Und das hat nicht nur mit Corona-bedingten Einschränkungen zu tun, sondern ganz klar damit, dass Freizeitpersonal fehlt, um diese Angebote, diese Freizeit- und Sportangebote auch zu begleiten. Eine überlastete JVA-Beamtin hat auch kein offenes Ohr für die Sorgen der Inhaftierten. Und auch begleitete Lockerungen können so unter den Tisch fallen. Wir finden es gut, dass das Justizministerium hier klar umsteuert. Allerdings möchte ich in meiner Rede doch noch ein bisschen eine andere Schlagseite aufwerfen. Wir haben auch in den vergangenen Jahren viel über Quantität gesprochen, viel über Personal gesprochen. Das ist eine Facette. Aber wenn wir auf die Qualität gucken, können wir auch im ersten Schritt dazu kommen, dass hier positiv an qualitativen Stellschrauben gedreht wurde und Versprechen auch aus dem Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht werden. Die Suchtbehandlung soll verbessert werden, ein sehr drängendes Thema in den Justizvollzugsanstalten, und auch der Vollzug in freien Formen, das wurde schon erwähnt, soll ordentlich gestärkt werden. Gerade bei Letzterem dürfen wir bei dem Projekt, was wir haben, dem Seehaus bei Leipzig, nicht stehen bleiben. Wir müssen auch andere Zielgruppen und vor allem andere Konzepte ins Auge fassen. Wir unterstützen den Weg, der hier mit dem Haushalt eingeschlagen wird. Schauen wir uns an, was wir haben, wenn wir in diese Richtung blicken. Die Plätze im offenen Vollzug und die weitere Stagnation bei deren Auslastung. Im Jahr 2019 waren es 36%. Die Zahl fällt 2020 zunehmend auch weiter nach unten. Müssen wir deutlich Kritik üben. Hier können wir schon im bestehenden System von Lockerungen Gebrauch machen, die eigentlich möglich sind. Ist kein Haushaltsthema, aber ich möchte es an der Stelle doch mal ansprechen. Mit eigenen Änderungsanträgen wird seitens der Koalition auch in wichtigen anderen Bereichen nachgesteuert. So haben Sie unsere Idee der Stärkung des Ehrenamtes in den Justiz- oder um die Justizvollzugsanstalten mit etwas weniger Geld faktisch übernommen. Es geht hierbei um einen dauerhaften Kontakt zur Außenwelt und um Kommunikation und Unterstützung. Die vielen zarten Ansätze von Initiativen, die sich auch in Sachsen ehrenamtlich um Gefangene kümmern, brauchen Unterstützung. Und das finden wir auch wichtig und freuen uns, dass Sie uns da auch entgegengekommen sind. Die Corona-Pandemie hat das geschlossene System Gefängnis und seine Insassinnen und Insassen heftig belastet. Während mit der Aussetzung von Kurz- und Ersatzfreiheitsstrafen eine notwendige Entspannung bei der Belegung eingetreten ist, traten Gesundheitsrisiken viel dringlicher zutage. Vor allem aber die Ansätze der Resozialisierung gerieten massiv unter Druck. Im Bereich der gesundheitlichen Versorgung wollen Sie, liebe Koalition, jetzt nachbessern. Da gibt es auch sozusagen jetzt die Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf. Das ist dringend notwendig, denn die gesundheitliche Situation von Inhaftierten ist viele Briefe Alternativen der Koalition da ganz vorsichtige Ansätze, insgesamt nur 60.000 Euro für Ansätze der Restorative Justice sind aus unserer Sicht aber zu wenig, um hier wirklich in die Spur zu kommen. Hier hätten wir uns also deutlichere Wegweisungen gewünscht,
auch wenn wir wissen, dass wir diese Debatte nicht vor allem im Kontext des Haushaltes führen können. Wir müssen sie aber in diesem Haus auch angehen. Die Zeit dieser Legislaturperiode läuft ja auch davon. Wir haben in unseren Haushaltsanträgen dieses Mal den Schwerpunkt auf die Situation der Inhaftierten, auf die Situation der Gefangenen gelegt, dazu mehr in der Antragsbehandlung. Zum Schluss möchte ich noch sagen, liebe Katja Mayer, wir wissen Sie uns an Ihrer Seite, wenn es darum geht, den Justizvollzug in Sachsen weiter progressiv umzugestalten. Vielen Dank.